Hi, wieder einmal Mittwoch. Ich habe die Woche jetzt 3 Schulungstage hinter mir. Man konnte parallel wunderschön sehen, wie sich so die Arbeit ansammelt. Es war einfach schön. Naja, morgen dann nochmal durchpowern und Freitag irgendwie zaubern. Dann ist schon irgendwie Wochenende. Ich hoffe, bei euch läuft's besser. Die heutige Story hat uns übrigens die liebe Mika übersetzt. Vielen Dank dafür auch nochmal. Ansonsten, Leute, ich wünsche euch ein schönes Bergfest. Bitte verzeiht mir, falls ich mich vertippe, denn selbst während ich diese Worte schreibe, muss ich ihm zuwinken, dem Mann, der zwischen den Sternen wohnt. Ein neuer Mond wird bald aufgehen und ich muss winken, solange ich noch kann. Es wäre unhöflich, es nicht zu tun. Für alle, die mich nicht kennen, ich arbeite in einem Observatorium, welches sich nachts auf umfassende galaktische Untersuchungen spezialisiert hat. Tagsüber jedoch informiere ich eine liebe gesichtslose Menge im Internet über alle möglichen Arten von Himmelsphänomenen. Planetentransite, Meteorschauer, Sonnen- und Mondfinsternissen. Es war mir schon immer ein Vergnügen, all das mit anderen zu teilen und diese wundervollen Sichtungen am Himmel zu diskutieren. Heute Nacht aber habe ich etwas mit euch zu teilen, das alles Vorangegangene in den Schatten stellen wird. Ich möchte euch den freundlichen Mann auf dem Mond vorstellen. Eines Nachts entdeckte ich ihn zum ersten Mal. Zu der Zeit war ich an umfangreichen Vermessungsarbeiten der Andromeda-Galaxie beteiligt, aber durch Zufall oder vielleicht einfach aus purer Langeweile richtete ich das Teleskop schließlich auf den Mond. Ich war der Einzige auf dem Gelände und fühlte mich nicht besonders produktiv. Somit beschloss ich, eine Pause von den Vermessungsarbeiten einzulegen. Der Mond war in dieser Nacht nur zu einem Viertel in Schatten gehüllt und einfach wunderschön. Einige Zeit genoss ich einfach nur den Anblick auf das Antlitz des Himmelskörpers und ließ meine Gedanken dabei schweifen, wie wohl die Menschheit vor tausenden Jahren über den Mond dachte. Aber dann riss ein seltsames Bild mich aus meinen Gedanken und erregte meine volle Aufmerksamkeit. Obwohl die Ausrüstung bereits auf ihrer maximalen Kapazität war, rückte der Mond immer näher. Zuerst tat ich es einfach ab. Ich schob die seltsame Beobachtung auf die Überanstrengung meiner Augen oder auf die Erschöpfung nach den vielen Stunden der Arbeit. Doch das Größerwerden hörte nicht auf. Ganz im Gegenteil, es wurde immer schneller. Mit wachsender Beunruhigung blickte ich auf einzelne Krater und Felsformationen. Zuerst befürchtete ich, dass ich einen seelischen Zusammenbruch oder eine Vergiftung durch meinen Kaffee erlitten hatte, aber bevor die Panik mein Herz wirklich erreichen konnte, war ich plötzlich ganz ruhig. Auf dem Mond sah ich eine menschliche Silhouette. Er saß auf einem Stuhl, ganz in Weiß gekleidet, mit einer kleinen, aber bezaubernde Melone auf seinem Kopf. Mit meiner durch das Teleskop verbesserten Sehkraft konnte ich seinen buschigen Schnurrbart und sein freundliches Lächeln sehen. Er sah mich an und winkte mir zu. Unter normalen Umständen hätte ich wahrscheinlich schreckliche Angst bekommen. Die Situation widersprach jeder Logik. Aber dieses Lächeln beruhigte mich auf eine sonderbare Art und Weise. Zuerst war ich so fasziniert von dem Mann auf dem Mond, dass ich jegliches Bewusstsein für meinen eigenen Körper verlor. Erst nach vielleicht einer halben Stunde merkte ich, dass ich meine Hand ebenfalls erhoben hatte. Ich ertappte mich dabei, wie ich dem Mann auf dem Mond zurückwinkte. Als ich die Bewegung meiner Hand wahrnahm, durchströmte mich eine weitere große Welle des Trostes und der inneren Beruhigung. Etwas daran, dem Mann auf dem Mond zurückzuwinken, fühlte sich so natürlich an, als würde mein Körper endlich dem einen Zweck dienen, für den er geschaffen worden war. Die ganze Nacht winkte ich dem Mann auf dem Mond zurück und vergaß dabei meine Arbeit. Stundenlang war meine Seele von Glückseligkeit erfüllt. Doch als die Sonne aufging und der Mond verschwand, flutete eine tiefe Traurigkeit mein Herz. Auf der Heimfahrt fuhr ich vor lauter Verzweiflung fast einen Radfahrer an. Meine Seele sehnte sich danach, dem Mann auf dem Mond zuzuwinken. An diesem Tag fiel mir das Einschlafen sehr schwer. Als ich meine Augen endlich schloss, träumte ich von einem völlig leeren Himmel. Als ich aufwachte, war ich noch verzweifelter.
Meine Sehnsucht, dem Mann auf dem Mond zuzuwinken, war zwar etwas verflogen, aber vom Schlaf ernüchtert fühlte ich mich von seiner bloßen Existenz wie gelähmt. Jeder Versuch einer Erklärung für die Ereignisse der vergangenen Nacht war besorgniserregender als der vorherige. Wieder einmal hielt ich einen psychischen Zusammenbruch, Drogen oder einen schrecklichen Fiebertraum für die Ursache meiner Sichtung. Aber der Gedanke an einen weiß gekleideten Mann, der auf einem Holzstuhl auf der Mondoberfläche sitzt, war das, was am schwersten zu verstehen war. Doch sobald ich am nächsten Abend wieder auf Arbeit war, suchte ich sofort nach ihm. Und fand ihn auch. Schnell konnte ich sein angenehmes Lächeln sehen. Mein Herz füllte sich wieder mit dieser Freude. Welche Sorgen ich mir auch immer um meine geistige Gesundheit oder die Möglichkeit, überhaupt auf dem Mond zu überleben, gemacht hatte, sie lösten sich in meinem Kopf wie ein Nebel auf. Den Mann auf dem Mond zu sehen und zu wissen, dass auch ich gesehen wurde, erfüllte mich mit einer Art brennendem Eifer, wie ich ihn noch nie zuvor empfunden hatte. In dieser Nacht und in vielen Nächten danach winkte ich dem Mann auf dem Mond zu, solange die Sonne es mir eben erlaubte. An jedem Morgengrauen, wenn der Mond vom Himmel verschwand, war ich erneut verzweifelt. Es zerriss mein Herz, mich vom Mann auf dem Mond trennen zu müssen, doch ich fühlte mich jedes Mal stabiler als am Morgen zuvor. Das Versprechen, ihn wiederzusehen. Das Versprechen, von ihm wieder gesehen zu werden. Das alles hat mich irgendwie im Gleichgewicht gehalten. Als ich aufwachte, war ich besorgt, ähnlich wie an jenem Abend zuvor. Beunruhigende Gedanken über meine geistige Gesundheit und die Existenz des elegant gekleideten Mannes auf dem Mond ließen mich innehalten. Doch je näher ich dem Observatorium kam, desto ruhiger und zufriedener fühlte ich mich wieder. Als ich das Teleskop übernahm, schienen alle meine Sorgen völlig nichtig zu sein. All meine Fragen wurden durch seinen erhabenen Anblick zum Schweigen gebracht. Nacht für Nacht begrüßte mich der Mann auf dem Mond und Nacht für Nacht grüßte ich ihn zurück. Während der Mond abnahm, wanderte der freundliche Mann über die Mondoberfläche und positionierte sich immer so, dass er im Mittelpunkt des Lichtes stand. Immer so, dass er leicht gesehen und leicht gefunden werden konnte. Es gab jedoch auch Nächte, in denen ich nicht allein in der Sternwarte war, aber ich war immer der Dienstälteste. Wenn mich also jemand fragte, warum ich dem Mond zuwinkte, anstatt mich meinen üblichen Vermessungsaufgaben zu widmen, sagte ich einfach, er oder sie solle sich gefälligst besser um seine oder ihre eigenen Aufgaben kümmern. Meine Position im Observatorium verhinderte, dass die Außenwelt in meine neu gewonnene Freundschaft eindrang. Doch als der Mond immer dunkler wurde, änderte sich mein Schicksal. Als in der Nacht zuvor nur noch ein Splitter des Halbmonds in meinem Teleskop zu sehen war, wurde ich etwas nervös. Der Gedanke an den Mann auf dem Mond, der in den Schatten verloren ging, von der Dunkelheit verschluckt wurde und für mich unsichtbar war, löste in mir eine Gänsehaut vor Unbehagen aus. Doch in dem Moment, als mein Blick auf diesen kleinen Lichtstrahl, auf den Mann und seinen Holzstuhl gelenkt wurde, verschwanden all diese Sorgen. Ich überzeugte mich davon, dass der Mann auf dem Neumond noch da sein würde. Davon, dass ich nie eine Nacht verbringen müsste, ohne ihn zu sehen. Doch ich hatte mich geirrt. Als ich am nächsten Tag am Observatorium ankam, war ich nicht allein und mein Gefühlsausbruch blieb nicht lange unbemerkt. Als ich feststellte, dass der Mond erloschen war und das Teleskop nicht über die physikalischen Gesetze hinaus funktionierte, geriet ich sofort in Panik. Ich schäme mich an dieser Stelle nicht zu sagen, dass ich bitterlich geweint habe. Ich schäme mich nur, dass es mir nicht gelungen ist, den Mann auf dem Mond vor meinen Arbeitskollegen geheim zu halten. Auf Drängen meiner Kollegen erklärte ich ihnen meine traurige Lage. Keiner aus der Gruppe verstand mich. Statt Unterstützung wurde mir ein Besuch im Krankenhaus empfohlen. Als ich ablehnte und darauf bestand, dass das Teleskop auf den Mond gerichtet blieb, wurde mein Vorgesetzter kontaktiert. Kurzerhand wurde ich nach Hause geschickt. Ich habe nicht mit meinen Kollegen diskutiert. Jedenfalls nicht lange. Schnell fuhr ich nach Hause und holte mein eigenes Teleskop aus dem Keller. Bevor ich im Observatorium zu arbeiten begann, war es mein Hobby gewesen. Das Teleskop, mit dem ich meine Leidenschaft über den Himmel entdeckt hatte, war sehr viel schwächer als das in meiner Arbeitsstätte, aber ich hoffte, dass ich vielleicht die seltsame Vergrößerung einfangen konnte, die der Mann auf dem Mond normalerweise verursachte. Da der Himmel dunkel und klar war, war es die perfekte Nacht, um die Sterne zu beobachten, aber für mich war es eine äußerst schreckliche Nacht. Ich winkte in den dunklen Himmel, fand aber keine Glückseligkeit. Frustriert, wütend und mit vor Tränen geröteten Augen verkroch ich mich in meinem Bett und schlief. 3 Tage lang nahm ich nur wenig Essen oder Wasser zu mir. Um die mondlosen Nächte zu überbrücken, schlief ich.
Ich schlief und träumte von einem dunklen Himmel, in dem alle Sterne komplett erloschen waren. Der Nebel in meinem Kopf kramte Bilder eines alten, trostlosen Kosmos hervor, in dem es keinen freundlichen Fremden gab. Ich versuchte die Möglichkeit einer solchen Realität strikt abzulehnen, aber jedes Mal, wenn ich schweißgebadet aufwachte, war ich mir der Zukunft etwas weniger sicher. An einem dieser dunklen Tage kontaktierte mich mein Vorgesetzter und schlug vor, dass wir uns treffen sollten. Ich fühlte mich wirklich nicht in der Lage, über meine Arbeit zu sprechen. Ich war nicht in der Lage, jemanden zu treffen. Es gab nur eine Person, die ich sehen wollte. In der vierten Nacht meiner unsagbaren Qualen wurde mein Wunsch aber endlich erfüllt. In diesem dünnen Lichtstreifen fand ich ihn. Obwohl mein Hobby-Teleskop nur einen Bruchteil der Vergrößerung hatte, verdrehte der Mann auf dem Mond die Gesetze der Physik, ganz wie auch schon zuvor. Der dünne Streifen Mond verschlang schnell meinen gesamten Sichtbereich und innerhalb weniger Minuten konnte ich den Mann auf dem Mond sehen. Er winkt mir erneut zu, dieses Mal ganz deutlich und mit beiden Händen. Er hüpft vor Freude. Die Freude des vertrauten Anblicks war so groß, dass er fast seine Melone verlor, während er in der leichten Schwerkraft seines Zuhauses fast davonschwebte. Erst als seine Füße wieder auf dem Mondgestein standen, zügelte er seine Gefühlsausbrüche und war wieder höflich wie immer. Ich weinte. Beim Anblick des Mannes auf dem Mond weinte ich vor purer Glückseligkeit. Der Sucher meines Teleskops füllte sich mit meinen Freudentränen, doch meine Sicht wurde nicht verdeckt. Durch den Schleier der Tränen und jenseits des Teleskops selbst waren meine Augen in der Lage, das zu sehen, was Gott für sie zu sehen bestimmt hatte. Ich habe die ganze erste Nacht damit verbracht, den Blick in den Sucher zu richten. Den größten Teil der zweiten Nacht verbrachte ich in ähnlicher Freude. Doch als mir vor Durst schwindelig wurde und ich beschloss, eine kurze Pause einzulegen, um etwas zu trinken, machte ich eine seltsame Entdeckung. Während dem Rückweg aus der Küche warf ich einen Blick zum Mond. Er kam näher. In dieser Nacht war ich viel zu gierig darauf, schnell zum Teleskop zurückzukehren, aber als die Tage vergingen und das Zuhause des freundlichen Mannes immer größer wurde, schien ich mir meiner Entdeckung immer sicherer zu sein. Ich brauchte kein Teleskop mehr. Mit bloßem Auge und genügend Fokus konnte ich den Mann auf dem Mond erkennen. Der Blick hinauf bereitete mir große Anspannung und die langsame Veränderung meines Sehvermögens fühlte sich zutiefst unnatürlich an, doch als ich den Mann auf dem Mond mit meinen bloßen Augen sah, fühlte ich eine so tiefe Befriedigung in mir, dass all der Schmerz wieder komplett bedeutungslos schien. Seit Vollmond winke ich dem Mann ohne die Hilfe eines Teleskops zu. Wir haben Nacht für Nacht damit verbracht, einander zuzuwinken, und ich habe mich dabei so lebendig wie noch nie zuvor gefühlt. In seiner Gegenwart zu blinzeln bedeutet zu leiden. Den Sonnenaufgang mitzuerleben bedeutet zu sterben, nur um in der Nacht darauf im Licht des Mondes wiedergeboren zu werden. Die Entdeckung dieses Menschen auf dem Mond ist das Größte, was ich je am Himmel sehen durfte. Und jetzt, da wieder Neumond naht, möchte ich diese Entdeckung mit euch allen teilen. Heute Abend will ich, dass ihr eure Teleskope auf den leuchtenden Mond richtet. Ich will, dass ihr ihn auch sehen könnt. Ich will, dass ihr ihm zuwinkt. Ich will, dass ihr diese wunderbare, pure Freude erlebt, wenn man von ihm gesehen wird. Ich möchte, dass ihr dem freundlichen Mann zuwinkt und seine Liebe erfahrt, und wenn dann der Neumond aufgeht und wir alle im Dunkeln wandern müssen, können wir in dieser gesichtslosen Ecke des Internets darüber reden, wie sehr wir ihn vermissen. Wir können alle gemeinsam trauern, bis wir durch seine Rückkehr von unserem Leiden erlöst werden.